so ein Schiedsrichter, sieht heute wieder einmal viel zu viel. Ja, so ein Schied, so ein Schied, so ein Schiedsrichter, ruiniert das ganze Fußballspiel. Es ist schon ein ungewöhnlicher Anblick, wenn Detlef, genannt Ede Wolf, in den 70er Jahren einen Fußballplatz betritt. 175 Kilo verteilt auf 168 Zentimeter Körpergröße. Da bebt schon mal die Asche. Doch die Last seiner Pfunde nimmt der dickste Schiri Deutschlands gelassen. Neben den Spielern bieten sie sozusagen ein Kontrastprogramm, Herr Wolf. Schadet das Ihrer Autorität nicht? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube sogar zu meinem Gegenteil, dass es zu meinem Vorteil ist. Denn durch den Gewicht glaube ich, dass ich da autoritär genug wirke. Aber Ihrer Schiedsrichterkarriere sind doch gewisse Grenzen gesetzt. Ja, es ist leider so, dass ich wohl außer den unteren Klassen und im Betriebssport wohl nicht weiterkommen kann. Bis zur A-Jugend spielt Ede Wolf noch selbst Fußball. Dann schult er um zum Unparteiischen. Sein Aktionsradius ist zwar begrenzt, trotzdem gilt er als echter Könner seines Fachs. Ede machte das ganz locker und ruhig von der Mittellinie aus. Und Ede Wolf hat den Mittelkreis auch nicht verlassen, außer zum Spielende, zur Halbzeit. Und hat aber trotz alledem aus dem Mittelkreis das Spiel immer noch sehr gut geleitet. Und wir Spieler wussten auch, dass Ede Wolf den Mittelkreis nicht verlässt und konnten damit auch ganz gut umgehen. Jedes Wochenende frönt der Schwarzkittel seiner Fußballleidenschaft. Im Schnitt pfeift er 100 Partien im Jahr. Und er weiß, wie er sich trotz seines Äußeren Respekt verschafft. Wenn jetzt irgendwie mal was war und einer sagte mal, beweg dich mal oder sonst irgendwas, dann kam sofort gelbe Karte, beim nächsten Mal sind sie unten. Also, das war das schon speziell. Ja, ja. Ansonsten trifft man Ede Wolf in Bundesliga-Stadien oder bei Vereinsfesten. Ede gilt als super Kumpel, hilfsbereit und fröhlich. Ede hat eigentlich nur für den Sport gelebt. Und von daher war das genau auch der Typ, sag ich mal, den man in jedem Sportverein eigentlich gebrauchen konnte. Für Kleinigkeiten, für Gefälligkeiten war er immer da. Probleme gibt es eigentlich nur mit der Garderobe. Beim Anziehen der Fußballstiefel braucht er schon mal fremde Hilfe. Und mit den Standardmaßen seiner Kollegen kann er auch nicht viel anfangen. Das ist mein Schiedsrichterhemdkonfektionsgröße 58. Das ist die dazugehörende Schiedsrichterhose Größe 58 mit einem Bauchumfang von 1,65 m. Nur 3 cm kleiner als ich selber bin. Das ist mein Schiedsrichterpfeife, die ist genauso groß wie bei jedem anderen Schiedsrichter auch. Die Spiele strengen ihn mächtig an. In den Halbzeitpausen stärkt sich Ede schon mal mit kalorienarmer Fleischbrühe. Nach den Partien ist es mit der Zurückhaltung aber vorbei. Wenn wir nach dem Fußballspiel oder mal irgendwie eingekehrt sind oder auch nach dem BSV-Spiel und man aß normalerweise eine Portion Kartoffelsalat mit einem Schnitzel, dann aß der Ede schon mal gerne drei. Das Schlimmste, glaube ich, war aber, dass er überwiegend von Cola gelebt hat. Er trank massenweise Cola am Tag und das war, glaube ich, ein bisschen mit der Grund, warum er eben halt nicht abnehmen konnte, auch wenn er es vielleicht ganz gerne gemacht hätte. Mit mehr als 200 Kilo muss Ede Wolf schließlich seine Schiedsrichterkarriere an den Nagel hängen. Weihnachten 1982 stirbt er an den Folgen eines Autounfalls. Der Dicke mit Pfiff wird nur 33 Jahre alt.